bis zum jüngsten Tag. Oh, Lachen, Leben pur, wir in Mülheim an der Ruhr. Mülheim an der Ruhr. Ach, wie ist es schön, die weiße Flotte schippern zu sehen. Du bist mein Zuhause, Mülheim, meine Stadt, da steh ich drauf. Ja. Damals hieß der Verein allerdings FC Stürum, ist das ja richtig? So hieß der Verein in den Anfängen. Ja, und dann kam das in die Stadt, die gesagt hat, wir sind bereit, aber der Verein heißt dann erst FC Mülheim. Also es kam eine Finanzspritze von der Stadt Mülheim und der Verein sollte dann umgenannt werden in erste FC Mülheim, als sie dann aufgestiegen sind in der zweiten Bundesliga. Ja. Ja. Und wie kann man sich das eigentlich vorstellen, damals, die zweite Bundesliga, der Aufstieg? Es kam dadurch, dass Blau-Weiß Berlin nicht aufsteigen konnte. Sie waren nicht aufstiegsberechtigt. Und auf einmal, wenn ich mich recht erinnere, wart ihr in Urlaub zu dieser Zeit. Ja. Und dann habt ihr erfahren, wir sind in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Wie hast du das damals wahrgenommen? Ich sag mal, nach meiner Meinung nach, anders empfangen, in die Wahlnehmung sind dann die Freunde wieder. So war das. Mich haben sie wir haben das nicht. Das nicht. Wir sind in der zweiten Liga. Ja. Ist ja viele zweite Liga. Ja, Blau-Weiß in Berlin, ein bisschen drauf. Blau-Weiß Berlin, ja? Ja, die sind haben ab und wollen nicht und sagen, jetzt sind wir drin. Ist doch okay. Ja, ich bin gut. Fangen wir los. Mit rechnen konnten wir ja. Ja, wir waren ja Vierte in der Liga gewesen. Aber wir haben ja letztlich immer so spielen können in der Regionalliga aufgrund des Punktesystems, dass wir eventuell mit hätten reinrutschen. Ja. Das war ja das. Ja. Wir hatten ja von den Punktzahlen her eigentlich die schlechteste Ausgangsposition überhaupt, die vorhanden war. Und da versuchten wir eben in den Spielen immer wieder so zu spielen, dass wir die Punkte anderen Vereinen gegenüber, die besser standen, holen. Erst ihr habt in der ersten Saison in der zweiten Bundesliga Nord, habt ihr richtig bekannte Gegner gehabt. Arminia Bielefeld, Hannover 96, ja. Borussia Dortmund. Ja. Wie habt ihr das denn wahrgenommen, in Stadien, diese riesige Stadien zu spielen? Das Westfalenstadion oder Niedersachsenstadion vor 20, 30, 40.000 Zuschauern. Schön. So viel war nie. Nee. Einmal in Dortmund, glaube ich, waren 25, 30.000. Bielefeld. Das war zu Hause. Natürlich ist das für denjenigen, der auf den Platz geht, ist dann nochmal so eine Motivationsspitze. Ist doch klar, im Stadion zu spielen, wer hat für uns gehört. Und das Beste bei der ganzen Geschichte für eine Mannschaft. Weil ich weiß doch, wie damals, ich weiß nicht, ob Otto Rehagel war, der das ist. Nein, der war, glaube ich, in Bielefeld. Ist einfach aus dem Bereich. Dann hieß es dann also irgendwie in der Wochenbericht, haben sie geschrieben, und wir spielen Sonntag in Stürm. Ja, weißt du, Stürm? Ja, ja. Ne? So, und wir hatten einen Trainer, der war ganz schlau, der hat dann Fotos gemacht, hat einen Aussagen gemacht, mit Kabine gehangelt. So, und dann waren wir hier geschlagen. Ja. Da stand anders in der Zeitung dann, jetzt weiß Victoria Hagel, wo Stürm ist. Ja. Eigentlich waren wir immer die Underdogs. Ja. Ja. Egal wo wir gespielt haben, mit Mülheim, Stierung, konnte kaum jemand was anfangen. Ja. Das war eben so, ob wir jetzt gegen Dortmund gespielt haben. Ja. Das war schon was Besonderes. In der ersten Saison standet ihr nur, siebter Stelle, ist das richtig? Ich glaube, es waren 11 Punkte zwischen euch und dem Aufstiegsplatz in der ersten Bundesliga. Habt ihr das eigentlich wahrgenommen, dass ihr damals in dem ersten Bundesliga-Aufstieg auch mitgespielt? Ich denke mir einfach mal, dass das nicht unser Ding war, daran zu denken. Denn wir wussten schon unsere Grenzen und was hier. Und so richtig geht. Ja, dafür hatten wir gar nicht. Das ganze Know-how fehlte hier im Club. Ich meine, die Mannschaft, die war wirklich zweitligareif. Da geht kein Weg dran vorbei. Aber der ganze Vorstand, der zog nicht. Das war deine Rede. Ja, ganz wichtig.
Nein, wir waren auch von der Besetzung her, darüber müssen wir uns im Klaren sein, nicht so ausgestattet, dass wir mitspielen können. Und wir waren eine Mannschaft, wo die Geschlossenheit den Ausschlag gegeben hat, wo jeder für jeden gespielt hat. Und diese Einheit, da sieht man es heute auch immer wieder, da sieht man einfach. Das hat uns damals ausgezeichnet. Ich denke mir einfach mal, dass wir in der Klasse geblieben wären. Ja. Das hätten wir geschafft. Immer wieder ein, zwei neue und so weiter, wie es dann so üblich war, dass wir gleich mal da noch Ambitionen noch ganz oben. Dieser wunderschöne Tag hier, 100 Jahre erst der Familie zusammenzufallen bei so einem großartigen Spiel gegen Südweiß. Wie erlebt ihr heute diesen Familientag, diesen Tag des Vereins? Ich sag, unser einer hat sich sehr darauf gefreut. Das ist ja schon 4, 5 Wochen vorher in Deutschland zu eingeladen worden. Und da muss ich sagen, das war für uns ein Highlight für die Zeit. Deswegen sind wir auch eigentlich mit meinem hier heute. Schön. Ja. Das ist eine wunderschöne Sache. Vielen Dank für das schöne Interview. Und jetzt komme ich nur noch auf den Punkt. Wie geht das heute aus? Ist klar. Danke. Ich bin hier mit Paddy, Patrick Renning. Kenne ich auch schon ein paar Jahre. Torwart hier des Vereins. Legendärer Spieler, Rekordspieler, glaube ich. Du hast die meisten Spiele gemacht für erste Zwölfmann. Genau, ich habe für die ganze Mannschaft 427 Meisterschaften gemacht. Also nur für die SAP 27. Patrick, du hast einige Spiele gemacht, die jetzt auch in der Aufstiegssaison. Ja. Was bedeutet für euch, für den Verein FC Mülheim, Aufstieg in der Bezirksliga? Zuerst freut mich das natürlich erstmal für den FF, dass wir alles auch an den Glück einfach reiten. Und wenn es natürlich schon 100 Jahren ist, natürlich der erste Gewinn im Winter noch die Stadtmannschaft, das ist natürlich optimal gewesen und dann noch die Meisterschaften. Besser Gott sei Dank auch für den Verein. Für mich freut es mich am meisten, weil er gesagt hat, ich lache am Laufen und alles kümmert. Natürlich das Beste. Super. Du hast heute, Paddy, einen Einsatz gemacht gegen Rot-Weißen Oberhausen. Ist das wichtigste, der wichtigste Gegner, gegen den du gespielt hast? Also von der habe ich schon einmal gegen Dortmund, alte Herren und. Tatsächlich wie die Traditionsmannschaft von MSV Duisburg hat damals gespielt. Ja, das wirst du auch demnächst auch wieder haben. Ja. Und Paddy, wie ist das gegen die zu spielen heute? Du hast richtig ein paar richtig gute Ballbälle gehalten, aber das geht zur Sache gegen so ein Spiel. Ja, da sieht man natürlich den Unterschied, die Geschwindigkeit, dass die wissen, wo sie stehen müssen, die Bässe kommen an. Und Training, da sieht man ja halt den Unterschied. Was ist die Bedeutung 100 Jahre erst FC Mülheim hier für die Stadt, für Stürum? Vor allem, wie erlebst du den heutigen Tag? Wir haben heute viele ältere Spieler von früher aus der zweiten Bundesliga, unter anderem auch Holger Osijek, der damals die WM gewonnen hat mit Deutschland. Es ist eigentlich schon eine schöne Familienstimmung heute für einen Familienclub, kann man sagen. Ja. Das ist natürlich eine große Schwimmung, dass auch noch alle Spieler gekommen sind oder der Kai, der noch so gut ist, das ist natürlich sehr Ehre auch mit dem Verein. Und ich sag mal, da können wir noch die Vorhinein. Schwimmung ist ja kein Großstadtstadtteil. Das ist sehr familiär hier. Das ganze Riff ist sehr familiär. Und das hat schon eine Rolle. Die zweite Halbzeit geht gleich los, Paddy. 0-2 steht, wenn ich das richtig gesehen genau. habe. Wie geht das noch aus? Können unsere Löwen noch ein Tor machen? Aber hoffen wir, wenn wir noch gleich einen kleinen Anschlusstreffer machen, da wäre natürlich noch mal die Krönung oben drauf, aber was wir machen, weil die zweite Halbzeit gut. Wunderbar. Vielen Dank für das Interview. Alles gut. Erzähl mal kurz zu deinem Werdegang damals, wie du gewechselt bist und was war deine Erfahrung damals, als du kamst? Ich bin aus der A-Jugend, das waren 73, 74, dann habe ich das Angebot bekommen vom 1. FC Mülheim. Da ist der Horst Witzer, der Trainer bei Rufers Essen war, ja, rübergegangen zum 1. FC Mülheim. Und ich hatte die Chance oder die Möglichkeit zu sagen, komm, ich probiere es, ins Profigeschäft zu stellen, obwohl ich schon bei der Polizei unterschrieben habe. Ich habe alles schon perfekt gehabt, ja. Und habe mich dann, sagen wir mal, dafür entschieden, den Profifußball vorzuziehen, obwohl ich eine Stelle hatte schon bei der Polizei. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probier's. Das habe ich 1974 getan. Das lief ganz gut an.
76 habe ich dann das Angebot von Arminia Bielefeld bekommen. Und so hat sich dann der Werdegang in den Profifußball bei mir fortgesetzt. Und ich muss sagen, ich bin heute dafür dankbar. Es ist ein total schön, ja. Und zum Thema 1. FC Mülheim. Horst Witzer war ein ziemlich bekannter Trainer. Wenn ich mich nicht irre, war der sogar bei Borussia Dortmund eine Zeit lang. Ne? Ja, er war auch da, dort Trainer. Darum habe ich auch den Schritt, sagen wir mal, aus der A-Jugend von Rot-Weiß Essen nach Mülheim getan, weil Horst Witzer mich da nicht überredet hat, aber er hat mir das, sagen wir mal, so schmackhaft gemacht, dass ich sagen kann, ich probiere es. Ja. Ja, ich habe ein wunderschönes Foto von Horst Witzler, wie er in so einem Ledermantel sitzt auf der Spielerbank der Rote Erde mit Alfons Sikora. Hast du Alfons noch in Erinnerung? Ja, klar, der hat ja mit uns auch zusammengespielt. Der kam ja zweites Jahr, wie ich da war. Es war ja nicht nur Alfons Sikora. Ein Vorbild war natürlich Manglitz, der als Torhüter kam vom FC Köln. Da habe ich gedacht, der Lecker. Otto Lutrop war ja auch noch. Atom Otto. Richtig, sagen wir mal, das sind dann, sagen wir, wenn man aus der A-Jugend rauskommt und vielleicht mal Profi werden möchte, so wie ich. Und dann hat man solche Idole, sagt man, die man schon ein bisschen kannte und wo man sich orientiert hat. Das war schon phänomenal, muss ich sagen. Und habe sehr viel von Otto Lutrop und auch von Manfred Mangnitz mitnehmen können, die jungen Spieler ein bisschen geführt haben und gesagt hat, bleib mal auf dem Teppich und versuch nur das zu machen, was dich stark macht, einfach nur versuchen, Leistung zu bringen. Und da war ich stolz. Wie war die Atmosphäre im Ruhrstadion in Mülheim bei den Heimspielen von der SFC? Gut. Das war, sagen wir, das kann man heute nicht vergleichen mit den Stadien. Es war, wir haben zwar auch einiges an Zuschauerzahlen gehabt, aber wenn ich das heute sehe, wie phänomenal das alles geworden ist, die ganze Stadion früher war eine Laufbahn, ob es in Düsseldorf, in Köln oder in Bayern war. Heute sind die Zuschauer so eng aneinander am Spielfeld. Das ist eine Atmosphäre, die vor 40 Jahren noch nicht so enorm war. Ne? Ja. Obwohl ich sagen, auf der Alm mit 34.000 Zuschauern, weil es ja auch schon immer ein enges Stadion war, hat mich schon imponiert damals. Ne? Was war 1. FC Mülheim für ein Fußballclub? War es ein Familienclub? Hatte man ein gutes Gefühl im Verein? Gut, sagen wir, das war meine erste Station aus dem Jugendbereich, wo ich sagen wir, so ein bisschen ins Profigeschäft schnuppern konnte. Gut, mit Herbert Stoffmehl hatte ich einen Ziehvater gehabt, das muss ich nicht sagen. Der sich auch, wenn ich nach der Arbeit kam, hatte ich noch ungefähr 2-3 Stunden Zeit bis zum Training. Da ich aber in Mülheim auch den Job bekommen habe, habe ich dann mit ihm Kaffee, Kuchen und dann bin ich zum Training gefahren. Ich habe jetzt schon in dieser Familie in Mülheim gewohnt. Das ist wundervoll. Und was war für dich ein Spiel, an den du dich besonders erinnerst? Ich erinnere mich an, ihr habt gegen Borussia Dortmund im Westfalenstadion, habt ihr 2-1 gewonnen. Ein anderes Spiel war natürlich DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt. Hast du ein besonderes Spiel in Erinnerung? Ja gut, sagen wir mal, von Mülheimer Seite her habe ich zu dem Zeitpunkt gegen einen Spieler gespielt, Jürgen Grabowski. Das war bei Eintracht. Ja, ja. Da haben wir haben mit Mülheimer ja, als Gegenspieler. Und sagen wir mal, das war schon für mich was Besonderes. Gegen so einen Mann, ich meine, da war gerade etwa über 18 Jahre, dann spielst du gegen einen Nationalspieler, Jürgen Grabowski, ein Phänomen in Frankfurt, ja, und Nationalspieler, und dann auf einmal kommst du mit 18 Jahren und spielst gegen Jürgen Grabowski. Ja. Ja? Das war schon für mich was Besonderes. Ja. Kann man sagen, dass das DFB-Pokalspiel, ich glaube, es waren 9.000 Zuschauer da, das war einer der beeindruckendsten Erfahrungen mit 1. FC Mülheim? Ja, gut, aber allgemein, die ganze Erfahrung zweite Liga, die war ja für mich alles Neuland. Ne? Und da heute dem 1. FC Mülheim auch dankbar, dass ich hier auch, sagen wir, die Chance bekommen habe, ins Profigeschäft einsteigen zu können und mich in Mülheim weiterzuentwickeln. Das war für mich schon ein großer Vorteil. Wie war, Norbert, die Beziehung zwischen 1. FC Mülheim und die Stadt und die Fans in der Stadt? Sagen wir mal, zur Stadt
da ich ein Essen gewohnt habe, ich musste ja immer pendeln, ne? Zur Stadt Mülheim war die Beziehung relativ wenig. Ja? Zum ersten FC Mülheim selbst, zum Verein, ne? Da habe ich mich wohl gefühlt. Ne? Aber wie gesagt, das sind zwei verschiedene Schuhe. Das eine war beruflich, das andere war privat. Und mit Stadt Mülheim allgemein habe ich wenig zu tun gehabt. Hattest du das Gefühl, dass die Fans in Mülheim sich für den ersten FC begeistern konnten? Ja, auf jeden Fall. Zu dem Zeitpunkt war es, das war Gründung der zweiten Liga 1974. Das war das erste Mal, dass eine zweite Liga gegründet worden ist. So, und wir, der erste FC Mülheim hat dazu gezählt. Also ist es für die Stadt Mülheim und auch für die Spieler, die das erste Mal so die Möglichkeit hatten, zweite Bundesliga zu spielen, war das für mich optimal und phänomenal. Dein erstes Tor für den 1. FCM? Da müsste ich lügen, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe das mal nachgelesen, aber das ist auch schon etwas länger her. Ich war froh, dass ich die Möglichkeit gehabt zu spielen. Tore, sagen wir mal, war nicht unbedingt zu diesem Zeitpunkt mein Ding. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore ich gemacht habe für Müller in den 2 Jahren. Ich weiß es nicht. Ich sag mal, zwischen 6 und 7 vielleicht. Ne? Aber sagen wir mal, die Aufgabenverteilung oder die Aufgabe, die ich im Team hatte, ne, habe ich versucht zu erfüllen. Der Torjäger zu dem Zeitpunkt, der war ich nicht. Ja. Vielleicht dein Einsatz, dein allererstes Spiel für den 1. FC? Der Einsatz war immer riesengroß. Ich habe immer versucht, mein Bestes zu geben im Interesse, ne, der Mannschaft. Ne. Und der Gegner? Ja, den Gegner, klar, wir wollten jedes Spiel gewinnen. Ne, aber ich habe immer versucht, durch meinen Einsatz der Mannschaft zu helfen, um einen Sieg zu erreichen. Ne. Es ist, im ersten Jahr ist uns das richtig gut gelungen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da 8. oder 9. geworden sind. Richtig, 11. Ja? Stelle. So, das zweite Jahr lief es dann nicht mehr so optimal. Warum lief es nicht mehr gut im zweiten Jahr? Oh, ich muss dir ehrlich sagen, die Gründe, die könnte ich dir heute gar nicht mehr sagen. Wir hatten im Prinzip eine gute Truppe gehabt, aber warum, sagen wir mal, dann der Abfall im zweiten Jahr so war, dass wir es nicht geschafft haben, die zweite Liga zu halten, diese Gründe könnte ich dir heute gar nicht mehr sagen. Da bin ich ehrlich, ne, was ich sagen müsste, ich weiß es nicht. Wie war der Zusammenhalt in der Mannschaft 1. FCM und wie habt ihr zusammen gefeiert? Habt ihr als Spieler ein gutes Zusammenhalt und habt ihr auch das, zusammen viel unternommen? Haben, auf dem Platz umzusetzen, der Erfolg. Nur, wir hatten natürlich dann auch, wenn wir privat waren, haben wir fröhliche und gute Stunden erlebt. Und das war, für mich, ob es Rivet Bald war, oder Rainer Greifendorf oder ist egal wer. Wir hatten Spaß gehabt. Und das ist ja dann, das eine war beruflich und das andere war privat. Ja? Und da haben wir versucht, den Fußball an die Seite zu schieben, ne? Was nicht immer hundertprozentig gelingt. Aber wir hatten dann auch schöne Stunden. Ihr habt damals in eine Liga gespielt, das ist schon mächtig beeindruckend, mit VfL Wolfsburg, Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund, VfL Osnabrück. Was war für dich ein besonderes Spiel, an den du dich gerne erinnerst? Es gibt einige Spiele, wo ich mich gerne, ne, mit Mülheim. Ja, wie gesagt, mit Mülheim auf jeden Fall, sagen wir mal, das Pokalspiel mit dem Frankfurt, das war das Highlight. Und die anderen Spiele, sagen wir mal, ich kannte diese Truppe oder die Vereine ja nur erstmal vom Radio, Fernsehen, weil ich nie live dabei war. Und jetzt durfte ich, weil ich es geschafft habe, einen Vertrag zu bekommen, auf einmal an dieser Liga teilnehmen, das war für mich schon was Besonderes. Und darum würde ich sagen, dass die ganze Serie, alle Spiele, ist egal gegen welchen Verein die auch gespielt haben, war für mich immer eine Herausforderung und was, ja, ich sag, Neuland gewesen zu dem Zeitpunkt, das ist ganz klar. Und ich hab mich über jedes Spiel, was wir gewonnen haben oder gespielt haben, gefreut. Wir sind heute hier mit Sven
und Katschau von RV Rot-Weiß Oberhausen, Regionalliga West. Erstes Spiel der neuen Saison 23/24 Vorbereitungsspiel, Testspiel hier bei SFC Mühlheim. Das Spiel ist 6-0 war das Spiel. 8-0 ausgegangen. Okay, Jungs. Vielen Dank auch dafür. Ihr seht, für uns Organisatoren war es auch ein busy day. Okay. Wie war das Niveau, wie war das Level? Sie sind diese Saison von der Kreisliga in der Bezirksliga aufgestiegen. Unser Ziel, wir haben jetzt neue Spieler über den Sommer geholt. Unser Ziel ist, in die Landesliga zu kommen. Wie war das Niveau? Wie haben die gespielt? So, was haben die für Stärken und Schwächen in Mühlheimer? Ich war schon sehr überrascht von der Qualität. Sie waren schon sehr griffig, sehr aggressiv. Haben auch irgendwo einen Wille gezeigt, Tor zu machen. Also das Mannschaftsgefühl hat mir auch gefallen. Das war ein Spiel von den Und Sven, was war für dich die größte Überraschung des Spiels heute? Hast du irgendeinen Spieler besonders gesehen, der besonders gut war? Paddy, unser Torwart der ersten Halbzeit, feiert 472. Spiel heute, Abschiedsspiel für ihn. Und ich glaube, er hat ziemlich gut gehalten. Ja, hat zur Halbzeit stand es 2-0. Hat das eine oder andere gut aus dem Winkel gefischt. Ja, hat er gut gemacht. Ich meine, du hast gesagt, 472. Spiel. Spricht eine Menge Erfahrung. Jungs, erstmal großen Dank, dass ihr hier seid. Ist eine tolle Sache. Wie nehmt ihr das wahr mit dem Spiel heute gegen die erste Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen? Schon eine gute Sache, wo man mit der Pool bestellt hat. Hier zu spielen, finde ich schon sehr weh. Wie kann man sich das vorstellen vor 10.000 Zuschauern hier, gerade 400-500 Meter von hier? Richtig gute Atmosphäre, oder? Das hat die ganze Stadt mitgezogen, wie Herr Schoffenmehl, Herbert Schoffenmehl erzählt hat. Das war eine besondere Atmosphäre, ja, für alle. Nicht alltäglich gewesen, das war was Besonderes. Umso mehr waren alle motiviert, und die Spieler und die Zuschauer. Ich meine, wir hatten damals ja noch eine gegnerische Liga. Borussia Dortmund spielt in der zweiten Bundesliga an den Rieberfair bei Leverkusen, die ja später alle den Weg nach oben gemacht haben. Und da hatten wir auch schon eine Zuschauerzahl. Das war nicht nur in den Kratschen. Olga, du sprichst das jetzt gerade an mit Borussia Dortmund. Es gab einen berühmten 3-2-Sieg gegen Borussia Dortmund, auch vor 8.000 Zuschauern. Ich werde mich jetzt korrigieren, das war tatsächlich im Westfalenstadion in Dortmund ein 3-2-Sieg. Ich glaube, es war 2-1-Sieg für den ersten FC Mühlheim. Ich habe noch Erinnerung, ich als Borussia Dortmund-Fan muss das natürlich hervorheben, das Spiel. Dann lassen wir es lieber streichen. Die Erfahrung von dem Spiel, wir wollen sie ja nicht wehtun. Nein, das war schon auch ein großartiges Spiel für uns. Und die haben uns einfach nicht ernst genommen, die Dortmunder. Und wir haben da 2-1 gewonnen. Im alten Westfalenstadion und in 74 dann im neuen. Für die Weltmeisterschaft 74 dann. Aber der 2-1 war noch im alten Westfalenstadion. Was war das einzige an dem Menschen? Du sagst, ob es zwei Familien sind jetzt neu in der Bezirksliga aufgestiegen und haben einen Hallenpokal geholt. Ich glaube, die Tendenz ist stark positiv. Es geht Richtung allerdings sind sie in einer ziemlich schwierigen Gruppe reingekommen mit Essen. Wie kann man sich das vorstellen, die Atmosphäre? Wie war dieser Club eigentlich? Aus der Landesliga nicht hier hochgekommen, in die Regionalliga rein. Das heißt also, dass die Kameradschaft recht toll war. Ja, nur darüber ging es. Eigentlich trotzdem sehr gut verstanden. Und Nil hat mitgezogen und ein Bestes gegeben. Nur klar. Ich stehe hier mit Arsen und Werner, erster, zweiter Vorsitzender des Vereins. Ja, Jungs, erstmal Glückwunsch zu einem gelungenen Tag heute. Ich glaube, dass unser Detlef Weides sich auch richtig reingekniet hat. Hat richtig viel Mühe gemacht und es war auch ein großes Ereignis, dass wir überhaupt Rot-Weiß Oberhausen gehabt haben, oder? Ich muss Detlef ganz groß Lob auf den Detlef hat sehr viel Zeit für uns für diesen schönen Tag heute. Ich bedanke mich auch bei Detlef. In 70 Jahren ist er hier.
sozusagen das jetzt in Mülheim Störungen, ne? Und ohne ihn hätten wir das auch nicht so organisieren können. Vielen, vielen Dank. Super Tag heute, auch stimmungsmäßig würde ich sagen. Es waren die 400 Zuschauer da. Wie habt ihr das erlebt? Ich glaube, wenn wir das als Verein schaffen können, in den Landesligas kommen, könnten wir öfter solche Spieltage haben. Und auch in der Landesliga sind dann auch schon bekannte Namen. Mannschaft, die früher überlegt hat, wie habt ihr das so wahrgenommen, der heutige Tag hier an der Moritzstraße? Heute, ich sag mal, sehr gut, er war auch sehr gut gespielt. Bei der letzten Sache, Landesliga, wir wollen erstmal versuchen, die Bezirksliga zu halten. Dann Stück für Stück, aber nächstes Jahr vielleicht ja, den ersten 10 zu kommen, dann einen weiteren Aufbau zu machen, danach dann ja gleich mal vorne. Ja, also, wie hast du das wahrgenommen heute? Du bist in deiner Tochter, du bist hier mit deiner Familie, deine Kinder. Es sind sehr viele Kinder. Kinder haben schöne Selfies gemacht mit den Rot-Weiß-Unkenhausen Spieler und ja, gutes Testen auf wir alles. Und es war einfach eine schöne Familienstimmung. Auch die, hast du auch die Chance gehabt, mit den älteren Spielern von der zweiten Bundesliga-Zeit zu sprechen? Ja, ich habe gesprochen, kennengelernt. Die waren natürlich vor unserer Zeit hier. Alles super, ne, dass sie heute Vollzeit erschienen sind. Ne. Das ist natürlich schön, dass man familiäre Atmosphäre hier hat. Ganz Jungen hier, ganz Älteren. Ne, alles super. Und vom Spielniveau her, Werner, ich glaube, wie lange bist du schon dabei bei 1. FC Mülheim? Schon fast 60 Jahre. Ja, und dann hast du in dieser Zeit auch die zweite Bundesliga erlebt. Und 15-jährige Jahre habe ich die zweite Bundesliga erlebt. Genau, ich meine, ich kenne mich noch als kleiner Stuttgart. Eine schöne Zeit. Ja, könnte ich das mal so sagen? Wir haben heute das Gefühl, wir haben es hier auch, es geht mehr in diesem Verein. Also man hat das Gefühl, wenn wir das schaffen können, so eine Organisation, wie das alles ausgewählt hat hier im Stadion, auch die Spieler, der Talent, der Feedback von den RWO-Spielern waren, die Spieler waren bissig, sie haben sich reingekriegt. Es gibt auch einige mit mehr Talent, das hat man auch gesehen. Und ich glaube, hier geht mehr. Auf jeden Fall. Geht mehr, die Jungs, die haben super gekämpft, die RWO, gut, ich bin jetzt einige höher. Unsere Jungs waren motiviert, haben sehr gut gekämpft, sehr engagiert. Das war auch natürlich jetzt was Schönes für die, immer Profi zu spielen. Ne? Am Ergebnis darf man sich jetzt nicht festhalten, aber das war schon ein schönes offenes Spiel in der ersten Halbzeit. Ja, müssen wir ein bisschen an uns arbeiten. Genau. Oder du hast das jetzt angesprochen als Kultverein, dieser Verein, ehemaliger zweiten Bundesliga-Zeit. Hast du noch Erinnerungen an diese Zeit, als sie in der zweiten Bundesliga gespielt haben? War ich zu klein und weiß, dass mein Vater mich mal mitgenommen hat. Als kleiner Bruder. Alles zu viel. Ja. Ich habe da tatsächlich, wenn ich da nochmal zwischenspringen darf, ich habe tatsächlich im Ruhrstadion schon Spiele gesehen, in der zweiten Bundesliga und auch ein Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt vor 15.000, 17.000 Zuschauern. Damals auch noch mit Greifendorf, Markowiak, Backscheid und Herbert Stoffmehl noch gespielt, Wilfried Pick. Und da habe ich tatsächlich noch Erinnerungen dran im Ruhrstadion, damals noch auf Naturrasen, vor ganz, ganz vielen Zuschauern. Das habe ich selber noch mit. Ja. Super. Wir feiern heute den 100-Jährigen des Vereins. Was bedeutet dieser Fußballclub für diese Stadt, für diese Region? Erstes heißt nicht umsonst, erster FC Mülheim. Genau. Also, das sagt ja eigentlich schon alles. Erster FC Mülheim Stierum als einziger Profiverein, den es überhaupt mal in Mülheim gegeben hat, durch Aufstieg damals in die zweite Bundesliga. Ja, leider glaube ich durch irgendwelche Fehlplanungen oder durch Verhalten, sodass man dann wieder abgestiegen ist. Aber danach, wie der Udo Heidecker schon sagte, mit VfB Speldorf in Mülheim der führende Verein, leider jetzt in die unteren Gefilden abgerutscht, aber dieses Jahr wieder aufgestiegen, pünktlich zum 100-Jährigen. Also das hat schon, man kennt den Verein auch über Mülheims Grenzen hinaus.